Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Poke MMO mal wieder. Wurde auch langsam Zeit und wir gehen hier erstmal direkt raus, um mal. Hupsala. Um mal zu gucken, wo wir sind. Und da, wo wir sind, das gefällt mir eigentlich so erstmal gar nicht. Moment, ich drück mal erstmal hier mein Fahrrad an und. Ich meine, zuletzt wären wir eigentlich auf dieser komischen Inselreise gewesen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass wir da. Wieder von weg sind, warum auch immer. Ah, wollten wir was holen? Wir wollten eventuell Pokebälle holen oder sowas. War I für Items? Nee. Wahrscheinlich B, oder? Für Back. Okay. Gut. Das klappt soweit noch. Ich muss mal ganz kurz gucken, was haben wir denn alles dabei? So, Pokebälle. Könnten wir uns direkt mal ein bisschen was einpacken, weil, da war ja das ein oder andere echt geile Pokémon, was man da fangen könnte. Von daher gehen wir erstmal hier in den Markt. Ich glaube fast, es ist dieser Nubi-Markt, aber wir gucken mal, was wir da finden können. Ne, mit einem normalen Pokéball werden wir da leider nicht weiterkommen. Das heißt, wir müssen nochmal ganz kurz fliegen. Wow, wow, immer dieser Huckler, wenn man raus und rein geht. Komisch, naja. Wir machen das Beste draus. So, ich fliege mal ganz sporadisch hierhin, in der Hoffnung, dass es da gute Pokébälle gibt. Ich meine nämlich, dem wäre so gewesen. Und sobald wir die haben, können wir dann auch weitermachen. Wir waren ja da oben bei der Top 4 angekommen oder was auch immer das war. Ich weiß nicht mehr genau, woran das lag, dass wir wieder zurückgegangen sind. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf die Items, die wir nicht mehr hatten. Habe ich jetzt Potion oder Super Potion geholt, beziehungsweise Hyper Potion? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ist auch eigentlich egal. Für 100 Steps, 200, scheiße. Das kostet mich viel zu viel. Lass ich erstmal stecken. Ich weiß die ganze Zeit, ich muss es mir eigentlich holen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen ganz unglücklich mit hier mit diesen 200 Steps. Ich meine, das ist ja quasi nichts. Nee, wie war das nochmal? Genau, hier der, wie heißt er noch gleich? Der, oh. Ich nenne ihn einfach Eule. Die Eule, mit der fliegen wir jetzt einfach mal. Können wir schon dahin fliegen? Nach da ganz hinten? Oder klappt das noch nicht? Warte mal. Nee. Natürlich nicht. Dann müssen wir erstmal ein bisschen laufen. Beziehungsweise Fahrrad fahren. Aber Fahrrad fahren ist ja auch gut für die Gesundheit und für die Gelenke. Glaube ich zumindest. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber zumindest für die Gesundheit. Hier Muskelaufbau und so hast du gesehen, ne? Von daher Fahrradfahren gar nicht mal so schlecht. Kommen wir hierher? Oder ist das eine Sackgasse? Ich hoffe nicht, weil. Oh, geil. Ja. Ein großes Lob an die Entwickler hier an dieser Stelle. Hatten wir den noch nicht gemacht? Was? Wo kommt denn her? Der hätte doch eigentlich gar nicht da sein sollen, aber okay. Level 2, Komponita. Wir takedownen den einfach mal kaputt. Das ist nicht die optimale Attacke, das ist mir total bewusst. Aber für ein Level 2er Pokémon sollte das eigentlich ausreichend sein. Und gut, immerhin. Wow, ich wurde jetzt echt weit zurückgeworfen. Zurückgeworfen vor allen Dingen. Zurückgeworfen. Ich hoffe nicht, dass es an meiner Internetverbindung liegt, die momentan ziemlich beschissen ist. Kann ich aber leider jetzt momentan nicht ändern. Das wird leider noch ein paar Wochen, Monate dauern, bis ich an die andere Internetleitung komme, beziehungsweise an eine bessere. Und WLAN und ja, Aufnahme ist ja sowieso immer so ein Streitpunkt. Ich hätte sehr, sehr gerne wieder Kabel, aber das ist momentan leider nicht möglich. Von daher muss ich halt das Beste daraus machen. Und das Beste momentan ist erstmal in die blaue See zu surfen. Und hoffen, dass es nicht zu viele Tentacheles kommen. Tentachelussus Enton. Okay. Da sind wir mit Ponita, glaube ich, eher an der falschen Stelle. Hätte ich eventuell dran denken sollen. Kriegen wir den trotzdem kaputt? Ich meine, Level 22, wenn wir es richtig anstellen. Sollte das doch eigentlich gehen, okay, perfekt. Aber nichtsdestotrotz werde ich, glaube ich, für die Wasser-Pokémon einfach mal Nachtara einsetzen. Ist ja mittlerweile, also Shadow ist ja mittlerweile Nachtara geworden. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Und da kommt auch schon das nächste Enton, was ich hier uns in den Weg stellen will. Warum, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hat sich bestimmt verlaufen. Wir kennen Enton ja, der ist ja ein bisschen neben der Spur gelegentlich. Und es kann sein, dass er einfach, wie weit ich zurückgeworfen werde, das gibt's doch gar nicht. Also so macht das Ganze nicht so ganz viel Spaß, ehrlich gesagt. Ich würde fast meinen, dass das hier wirklich an meiner Internetverbindung liegt. Aber wir gucken einfach mal, wie wir hier weiter durchkommen. Weil sobald wir hier mit der Bissattacke
Weitermachen sollte es auch eigentlich kein Problem sein, auch wenn wir hier nicht wirklich an Land kommen. So ein Scheiß, Alter. Okay. Ja, wir machen das Beste draus. Es geht nicht anders, weil ich will aufnehmen. Ihr wollt Content haben und wir probieren das jetzt alles aus. Im besten Falle liegt es wirklich nicht an meiner Internetverbindung, sondern am Game. Da bin ich relativ froh drüber, wenn es so wäre. Aber ich glaube wirklich, das sind hier Schwierigkeiten von WLAN, dass der mich hier ein bisschen zurückwirft. Und das ist auch der springende Punkt, warum ich eigentlich nicht mit WLAN spiele, wenn es in Richtung Internet geht, weil das einfach eine Zumutung für mich und meine Mitspieler ist. Das Ganze war nicht effektiv. Wir beenden das hier mit einem ganz normalen Tackle. Und das sollte auch eigentlich der Aufstieg auf Level 43 sein, wenn da nichts dazwischen kommt. Aber es, oder? Ja, gerade so. Aber das nehmen wir natürlich gerne an. Und leider keine neuen Attacken. Schade, schade, schade. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Dark Attacks, würde ich hier sagen. Bevor wir hier weitermachen, großartig. Oh, warte, war die Höhle dunkel? Okay, ich dachte schon. Kann das sein, dass wir hier nicht weiterkamen? War das genau Scheißendreck? Scheiße. Scheiße mit T. Was haben wir hier Schönes? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich weiß, warum wir wieder zurückgegangen sind. Naja. Okay. Wir machen das Beste draus. Wir sammeln hier dann einfach mal noch ein paar Pokémon ein. Naja, ich weiß, dass es nicht sehr effektiv ist. Ja. Was bist du eigentlich? Komm, zeig dich mal. Scheint ein Buff zu sein, bin mir da nicht ganz so sicher. Naja. Wir werden hier an dieser Stelle einfach mal das Pokémon wechseln und wir werden natürlich hier mit Turtok rangehen, weil ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, obwohl ich glaube, Psycho könnte auch gehen. Irgendwie so war das doch. Ich bin mir da aber nicht ganz so sicher. Von daher, Watergun sollte das Ganze hier beenden und wir müssen jetzt mal ganz, ganz schnell überlegen, welches Pokémon denn am besten hier die Stärke lernt, also hier dieses Steine wegschieben, weil ansonsten kommen wir hier leider nicht weiter. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Und wir müssen hier auf jeden Fall durch. Moment mal. Ich könnte mir das Rätsel ja wenigstens schon mal angucken. Weil wenn wir den Stein hier verschieben, dann kommen wir eigentlich selber nicht durch, oder? Ah, wir können den wahrscheinlich hier auf diesen einen Stein. Boah, scheiße. Klappt das noch? Nee. Na gut. Na, vielleicht können wir einfach entkommen. Das wäre natürlich das Beste. So, wir runnen mal. Okay. Wahrscheinlich können wir im späteren Verlauf den einen Stein da auf diesen Switch oder was auch immer das sein soll schieben und dann hätten wir wahrscheinlich irgendwas erreicht. Ja. Scheißendreck. Naja, dann würde ich mal sagen, leveln wir einfach hier nochmal ein bisschen die Pokémon auf. Dann wird das hier eine kleine Folge von 15 Minuten. Und da muss ich mir halt fürs nächste Mal aufschreiben, dass wir auf jeden Fall irgendwie Stärke brauchen, um da weiterzukommen. Aber wie gesagt, habe ich zwar noch nicht ganz gesagt, wie gesagt, bezieht sich jetzt darauf, dass ich gerade ein Video im Upload habe, das wahrscheinlich sogar vor PokerMMO oben sein sollte. Von dem ist halt die Rede. Ich habe ein kleines Status-Update gemacht und deshalb, ja, deshalb das wie gesagt. Und wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt und von daher bin ich auch total raus und da müssten wir halt mal gucken, dass wir da wieder ein bisschen reinkommen. So, ich mach mal hier ein bisschen was mit Ponita weiter, weil die braucht das Level eigentlich am meisten von uns allen hier, beziehungsweise von den ganzen Pokémon. Und ich würde auch ganz gerne noch ein paar andere Pokémon fangen, mal schauen, was da so kommt. Jetzt momentan haben wir einen Sandame, wenn mich nicht alles täuscht, und den mache ich einfach mal hier mit KO. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, oder? Ja, könnte besser, aber das klappt soweit ganz gut. So, dann paralysier mich mal oder was auch immer du da versuchst. Ist mir eigentlich ziemlich Wayne, because you are dead now. Ja. Wir müssen natürlich auch ein bisschen Englisch hier reinbringen. Weil es ist ja mittlerweile bekannt, mein sprachlich ausgeführtes Englisch ist natürlich auf ziemlich hohem Niveau. Von daher möchte ich das natürlich auch immer preisgeben, wenn es denn irgendwie möglich ist. Und wir haben hier einen neuen Mankey. Mankey sollte auch nicht das Problem sein. Ich mache hier mal mit dem hier weiter. Der ist zwar nicht ganz so effektiv, aber das sollte noch im Rahmen des Möglichen sein, mein lieben Fuck.
Egal. Dann nehmen wir gleich die frisch gekaufte Hyper Potion und dann ist unser kleines Ponyta, was hoffentlich bald ficken, nicht Galopper wird. Scheiße. Vergesst, was ich gesagt habe hier. Heule, Eule, Eule. Du machst hier. Steel Wing sollte genügen, wenn das. Ja, okay. Hat gesessen. Fertig damit. Düdüm? Was war das?